Hallo und herzlich willkommen zurück bei Une Vie Fralmonde. Mein Name ist Jasmin und ich bin eine Deutsche, die in Frankreich lebt. Und auf diesem Kanal sprechen wir über deutsche und französische Kultur und Sprache auf Deutsch und auf Französisch. Also falls euch das interessiert, lasst mir gerne ein Abo da und folgt mir auch auf Instagram. Und heute sprechen wir über 10 Produkte, die in Frankreich anders schmecken als in Deutschland. Ich lebe inzwischen seit 5,5 Jahren in Frankreich und habe natürlich alles Mögliche an französischen Produkten probiert. Und gerade am Anfang sind mir natürlich einige Dinge aufgefallen, die irgendwie anders schmecken. Und natürlich gibt es Produkte in Frankreich, die es in Deutschland überhaupt nicht gibt. Aber es gibt auch Produkte, die es hier genauso gibt, aber die irgendwie anders schmecken oder anders zusammengesetzt sind und so weiter. Und darüber wollte ich heute sprechen. Es gibt noch ganz viele weitere Beispiele und ich bin sicher, euch fällt auch noch was ein. Deshalb, ja, ab damit in die Kommentare. Ich freue mich immer, von euch zu hören und lasst mir auch gerne einen Daumen nach oben da. Und los geht's mit dem Video. Die erste Sache, die in Frankreich ganz anders schmeckt, ist jetzt ein bisschen, naja, nicht so originell, aber Croissants. Croissants schmecken in Frankreich ganz anders. Und das liegt nicht nur daran, dass sie einfach besser schmecken, weil Franzosen Croissants, naja, eigentlich haben sie sie nicht erfunden. Eigentlich kommen die aus Österreich, wenn ihr es genau wissen wollt. Aber naja. Jeder glaubt, Franzosen haben Croissants erfunden. Auf jeden Fall haben natürlich Franzosen das bessere Rezept und so weiter. Aber vor allem schmecken die Croissants anders, weil da viel mehr Butter drin ist. In Deutschland ist die Butter begrenzt. Also es gibt irgendwie eine Grenze. Also du darfst nicht zu viel Butter in etwas reinmachen. In Frankreich existiert diese Grenze nicht. Deshalb, ja, in den Croissants ist sehr viel mehr Butter drin. Dadurch sind die viel fettiger. Man merkt das auch, wenn man so ein Croissant mit den Händen isst, hat man danach ganz, ganz viel Fett an den Händen. Viel mehr als in Deutschland. Und die sind sehr viel knuspriger. Also französische Croissants sind sehr lecker, sehr fettig, sehr ungesund und deutlich besser als in Deutschland. Habt ihr schon mal ein französisches Croissant probiert und sind euch diese Unterschiede auch aufgefallen? Oder mögt ihr auch die deutschen Croissants? Ich muss allerdings sagen, ich mag die deutschen Laugen-Croissants. Laugen-Croissants gibt es hier nicht. Lauge allgemein, es gibt auch nicht wirklich Brezeln. Ist ja ein unbekanntes Konzept. Aber so ein Laugen-Croissant, das ist schon lecker. So, die nächste Sache, die hier anders schmeckt, ist Nutella. Es schmeckt anders und die Konsistenz ist anders. Arte hat da irgendwann mal so eine schöne Folge von Carambolage gemacht. Falls ich die finde, verlinke ich sie euch. Da haben sie deutsche und französische Nutella verglichen. Also die französische Nutella oder das Nutella, ich weiß nicht, wie ihr sagt. Das Nutella? Naja, auf jeden Fall ist flüssiger. Man kann das leichter streichen, was auch Sinn macht, weil das Brot hier weicher ist. Und deutsche Nutella ist viel zu hart. Sie würde sofort das französische Brot zerstören. Genau, also die Textur ist anders und es schmeckt weniger nussig. Also in Deutschland sind mehr Nüsse, mehr Haselnüsse in der Nutella, also zumindest geschmacklich. Genau, also überhaupt nicht gleich. Ich finde, Nutella schmeckt wirklich komplett unterschiedlich zwischen Deutschland und Frankreich. Mach gerne einen Taste-Test oder auch nicht, weil Nutella ist kein gutes Produkt. Da ist Palmöl drin. Ich kaufe kein Nutella mehr. Aber es schmeckt auf jeden Fall unterschiedlich. Das nächste, was mir aufgefallen ist, und das war einer meiner ersten Kulturschocks, was Essen betrifft, und zwar die Tiefkühlpizza, und zwar diese Restaurante-Tiefkühlpizza. Die gibt es in Deutschland und Frankreich auch in identischen Sorten. Also ich esse mal diese mit Mozzarella und Pesto und diese diese vegetarische da. Ich liebe Tiefkühlpizza, das ist so ein bisschen meine, naja, mein Guilty Pleasure auf jeden Fall. Die schmecken anders und ich weiß nicht, was es ist. Ich glaube, der Käse ist nicht der gleiche. Also ich glaube einfach, in Deutschland ist da Emmentaler drauf und in Frankreich irgendwas anderes. Auf jeden Fall schmeckt die Pizza nicht gleich und die deutsche ist auch salziger. Ich kann es nicht beweisen, aber ich wirklich, bitte sagt mir, ob euch das schon mal aufgefallen ist, aber die Restaurante-Pizza schmeckt anders in Frankreich und nicht besser. Also ich muss sagen, die deutsche, die ist schon besser. Ich vermisse sie. Also es ist wirklich auch ein bisschen salziger und so. Also allgemein, Deutsche essen salziger als Franzosen. Ich finde oft, hier fehlt ein bisschen Salz. Ist natürlich nicht gut für die Gesundheit. Insofern haben die Franzosen völlig recht. Aber ja, die Restaurante-Pizza schmeckt auf jeden Fall anders. So, das nächste, was total anders schmeckt, sind Dönersoßen und McDonald's und solche Sachen. Das sind einige Unterschiede. Fangen wir an mit Döner. Döner schmeckt sowieso anders, weil Franzosen keinen guten Döner machen. Also da ist viel weniger Gemüse drin und so weiter. Ist einfach nur so Fleisch in irgendeinem pappigen Brot mit Tomate, Zwiebel und Salat. Mehr ist da nicht drin. Aber die Soßen sind auch anders. Also erstmal gibt es verschiedene Soßen zur Auswahl. In Deutschland gibt es eigentlich immer nur Knoblauchsoße und Joghurtsoße. Und so eine richtig geile Knoblauchsoße gibt es hier eigentlich nicht. Also es gibt hier sowas, Sauce Blanche heißt das. Das erinnert ein bisschen daran, aber schmeckt definitiv nicht wie die deutsche Knoblauchsoße. Also ja, alleine wegen dem Soßenerlebnis ist Döneressen hier nicht so wie in Deutschland. Dann McDonald's. Schmeckt hier anders im Sinne von, die haben ganz andere Produkte. Also ist vielleicht kein Geheimnis, aber McDonald's hat
natürlich nicht in jedem Land die gleichen Produkte. Die passen sich halt auch an die jeweiligen Geschmäcker an. Zum Beispiel gibt es hier nicht diese Chicken McNuggets mit süß-saurer Soße. Also das ist so der Klassiker, den ich als Kind gegessen habe. Diese Kombi ist hier nicht so ein Ding. Hier gibt es irgendwie so ein Wrap mit Ziegenkäse. Den habe ich in Deutschland noch nie gesehen. Und ja, in Deutschland wiederum gibt es auch ganz andere Sachen. McDonald's ist ja auch sehr viel teurer. Es gibt hier auch nicht diese 1-Euro-Burger und so. Ich weiß gar nicht, ob es in Deutschland noch gibt. Aber es gibt nicht so diese Trash-Billig-Burger. Also McDonald's finde ich in Frankreich so teuer, dass ich da freiwillig nicht hingehen würde. Unabhängig davon, dass ich da auch so nicht so gern hingehe. Aber es ist echt teuer. Also ich finde, McDonald's lohnt sich nicht. Und dann Subway ist eigentlich gleich, aber es gibt hier immer so geriebene Karotten, Karottrapé mit drauf, was es in Deutschland in meiner Erinnerung nicht gab. Vielleicht gibt es inzwischen, aber ja, also es gibt ein paar Unterschiede bei der Gemüseauswahl bei Subway zum Beispiel. So, das nächste, was ganz anders schmeckt, ist Cornichon oder saure Gurken. Und zwar sind die deutschen sauren Gurken sehr viel süßer. Also meistens sind die ja so süß-sauer in Deutschland und in Frankreich sind die nur sauer. Also mir sind die persönlich ein bisschen zu sauer fast. Franzosen finden aber die deutschen Cornichons ganz, ganz eklig und viel zu süß. Ich glaube, wir Deutschen mögen einfach süß-saure Soße und das ist in Frankreich nicht so ein Ding. Weder bei Cornichons noch bei McDonald's. Ja, also Cornichons ganz anders. Die sind hier auch irgendwie viel knackiger. Hier gibt es viel mehr so diese kleinen und bei uns gibt es immer diese großen, so weichen, etwas labbrigen. Ich mag beides. Ich finde dieses Süß-Saure eigentlich ganz geil in Deutschland. Aber ja, Franzosen finden das ganz, ganz furchtbar. Und ich höre immer wieder, dass sie ihre sauren Gurken in Frankreich kaufen müssten, wenn sie in Deutschland leben. So, das nächste, was anders schmeckt, habe ich schon mal in einem Video erwähnt, ist die Sojasauce. Es gibt nämlich in Frankreich immer zwei Arten von Sojasauce, wenn ihr Sushi essen geht. Es gibt immer süß und sauer. Nee, süß und sauer. Süß und salzig meine ich natürlich. In Deutschland gibt es nur salzige Sojasauce. Und ich weiß nicht, ich glaube, süße Sojasauce muss eine französische Erfindung sein. Keine Ahnung, falls ihr euch mit Japan oder so auskennt, sagt mir mal bitte Bescheid. Gibt es da wirklich süße Sojasauce? Auf jeden Fall finden Franzosen das geil. Und ich habe schon erlebt, dass Franzosen zutiefst enttäuscht waren, wenn es keine süße Sojasauce gab. Ich fand es am Anfang ganz furchtbar eklig. Ich kann gar nicht beschreiben, wie es schmeckt. Also wie als hätte man eben ganz viel Zucker in Sojasauce gepackt. Man gewöhnt sich dran. Inzwischen mag ich beides, aber fand ich am Anfang sehr komisch, dass es hier süße Sojasauce gibt und dass das so beliebt ist. So, das nächste, was ganz anders schmeckt, ist Vanillesauce. Nämlich im Sinne von, es gibt eigentlich gar keine Vanillesauce. Vanillesoße, dieses zum Anrühren oder so, das findet man hier gar nicht. Man findet die teilweise in so Glas, aber ist nicht wirklich so ein Ding. Und es gibt ja auch nicht so diese Puddingpulver-Sachen. Hier isst man Crème Anglaise und das sieht auf den ersten Blick aus wie Vanillecreme, aber da ist tatsächlich überhaupt keine Vanille drin. Da ist einfach nur Butter, Ei und Zucker drin. Und die sieht dann irgendwie so ein bisschen gelblich aus, aber schmeckt eben nicht nach Vanille. Aber das ist das, was man hier immer zu Kuchen und so weiter isst. Und Vanillesoße, wie in Deutschland, werdet ihr hier nicht finden. Und das ist schon traurig, muss ich sagen. Und ich habe Crème Anglaise ehrlich gesagt noch gar nicht so oft gegessen. Ich muss es, glaube ich, nochmal probieren, um wirklich zu verstehen, ob ich es mag oder nicht. Aber ja, Crème Anglaise ist auf jeden Fall anders. So, das nächste, was ganz anders schmeckt, sind die Crêpes. Die Crêpes. Die Crêpe meine ich natürlich. Crêpes, wie man auf Deutsch sagt, oder Pfannkuchen. Also ich weiß, ein deutscher Pfannkuchen ist natürlich anders als ein französischer Crêpe, weil in Deutschland ein deutscher Pfannkuchen ist ja sehr dick. Aber auch wenn wir auf den Jahrmarkt gehen und einen Crêpe bestellen, sind die so viel dicker als französische Crêpe. Also vor allem, wenn man in die Bretagne geht, also wo die Crêpes so ein bisschen herkommen und ganz beliebt sind, die sind hauchdünn und teilweise so ein bisschen knusprig und so ein bisschen braun. In Deutschland sind das immer so doch schon etwas dickere, sehr labbrige Pfannkuchen, sind wir einfach ehrlich. Und die schmecken auch gut, ja, ich kann die auch essen, aber hat wirklich nichts mit französischen Crêpe zu tun. Und Franzosen mögen die auch nicht in Deutschland. Also ja, die Crêpe, einen echten Crêpe, den findet man, glaube ich, wirklich nur in Frankreich. Es tut mir leid. Und schmeckt gut, schmeckt sehr viel besser. Kann ich empfehlen. Kriegt man hier auch eigentlich an jeder Ecke. So, und das Letzte, was ich sagen wollte, das ist eher so ein allgemeiner Geschmackseindruck. Ich würde sagen, in Frankreich schmeckt fast alles irgendwie ein bisschen fettiger, buttriger, eiiger. Also nehmen wir jetzt mal Süßigkeiten, Kekse und so weiter. Veganer werden in Frankreich große Probleme haben, weil einfach überall Butter und Ei drin ist und in großen Massen. Es ist einfach so ein Backen in Frankreich bedeutet ganz viel Ei und ganz viel Butter und ganz viel Zucker.
In Deutschland gibt es auch ganz viele Rezepte, wo irgendwie gar kein Ei drin ist oder wo keine Butter drin ist oder wo man Margarine statt Butter nimmt oder so. Margarine finden Franzosen ganz schrecklich. Ja? Also Margarine, das essen hier höchstens Leute, die Butter nicht vertragen. Aber ja, Margarine ist hier gar kein Ding. Das heißt, alles schmeckt hier irgendwie nach Butter und Ei und ist sehr so feucht schon fast und sehr fettig, sehr triefend. Und ich fand das am Anfang ein bisschen gewöhnungsbedürftig, muss ich sagen. Inzwischen mag ich's. Inzwischen finde ich deutsche Produkte manchmal ein bisschen trocken. Aber ja, also es ist auf jeden Fall ein Unterschied. Ich würde auch sagen, Franzosen essen sehr gerne süß. Es gibt allgemein sehr viel Süßkram, sehr viel Patisserie, sehr viel Desserts. Also ich habe das Gefühl, ich esse sehr viel mehr Zucker in Frankreich, als ich es in Deutschland getan habe. Das ist ja auch alles sehr lecker, aber ja, man hat Probleme, dem Ganzen zu entkommen. Hingegen ist in Deutschland alles ein bisschen salziger. Also ich habe das Gefühl, in Frankreich fehlt mir immer ein bisschen Salz beim Essen und man fragt hier auch meistens nicht nach Salz und meistens steht auch kein Salz auf dem Tisch. Die Leute achten darauf, nicht so viel Salz zu essen. In Deutschland ist alles sehr, sehr, sehr salzig und habe auch schon von Franzosen gehört, dass ihnen deutsches Essen zu salzig ist. So, als letzter kleiner Unterschied. Und damit ist dieses Video auch schon zu Ende. Ich hoffe, das war interessant für euch. Lasst mich gerne in den Kommentaren wissen, was euch sonst noch so einfällt. Und dann sage ich euch Tschüss, au revoir, à la prochaine.